SAK baut das Glasfasernetz, weil wir die bestehenden Kompetenzen im Bereich Leitungsbau anwenden können. Und weil wir im Auftrag von unseren Aktionären, das sind Kantone St. Gallen und Baden-Appenzell, Zukunftsinfrastruktur im Bereich Kommunikation bauen können. Heutzutage werden Kupferkabel und Koaxkabel verwendet für Kommunikation. Vor allem das Kupferkabel ist am Ende der Lebenszeit, das heisst für die zukünftigen Datenmengen, die kommen, kann man darüber nicht mehr transportieren. Und darum an und für sich stellen wir ein Kabel auf Basis von Glasfasern zur Verfügung. Auch vom Glasfasernetz haben wir in Herisau angefangen. Das ist Anfang März haben wir mit dem Bau angefangen. Wir sind momentan mit etwa 200 bis 300 Anschlüssen pro Monat unterwegs. Das heisst, wir werden bis Ende Jahr gut 2000 Kunden als Glasfasernetz angeschlossen haben. Der ganze Bau vom Glasfasernetz im Gebiet von SAK dauert etwa 7 Jahre und kostet in etwa 80 Millionen Franken. Der Privatkunde hat auf dem Glasfasernetz den Vorteil, dass er einerseits ganz schnell das Internet überkommt, und auf einem anderen Medium heute nicht überkommt. Andererseits kann er digitales Fernsehen haben, wo er beispielsweise eine Timeshift-Funktion hat. Das heisst, ich kann heute oder jetzt Fernsehen schauen, was vor 3, 4, 5, 6 Stunden gelaufen ist, ohne dass ich es vorhin aufgenommen habe. Und ein weiterer Vorteil ist, dass das zu sehr attraktiven Preisen möglich ist. Stellen Sie sich vor, Ihre Frau ist am Wochenende Wellnessen und hat ihnen noch einen kleinen Auftrag übertragen, nämlich am Sonntagabend den Rosamunde Pilcher-Film aufzunehmen. Und am Montagmorgen, wenn sie arbeiten wollen, kommt ihnen in den Sinn, oh, das habe ich vergessen. Das ist überhaupt kein Problem. Auf unserem Glasfasernetz von der SAK haben sie die Möglichkeit, auch Sendungen, die sie verpasst haben, in den nächsten 24 Stunden, können sie die noch aufnehmen, ohne Probleme. Und so haben sie das Problem im Griff. Das ist bei bestehenden Angeboten auf Kupfer zurzeit nicht möglich. Sie können das Glasfasernetz nicht nur im Privatbereich benutzen, Sie können das auch als Unternehmen nutzen. Wir bauen ja das Glasfasernetz flächendeckend. Dadurch hat jedes Unternehmen die Möglichkeit, auch von so einem Glasfaseranschluss zu profitieren. In der Vergangenheit war es so, dass so ein Glasfaseranschluss bestellt werden musste und der natürlich pro Unternehmen gebaut und auch so musste finanziert werden und dadurch relativ teuer gekommen ist. Dadurch, dass es jetzt flächendeckend ist, ist es viel günstiger für den Einzelnen. Und wir reden hier von Kosten von um die 100 Franken im Monat, wo sie so eine symmetrische Anbindung haben, wo ihnen beispielsweise auch die Möglichkeit eröffnet, Backups zu machen, dezentral. Gerade für kleine Unternehmen sicher sehr eine interessante Sache. Das Ziel des SAK-Net ist, die Zukunftsinfrastruktur im Bereich Kommunikation für die Ostschweiz bereitzustellen. Und zwar das als offene, diskriminierungsfreie Transportplattform, die allen Service-Provider zu gleichen Konditionen zur Verfügung steht.